Meine Damen und Herren, Sie wissen ja, dass ich im Marktgeflüster versuche, immer ganz kurz, ganz kompakt das Tagesgeschehen, die wichtigsten Dinge auf den Punkt zu bringen, sodass Sie wirklich im Bilde sind, was da passiert ist. Und das will ich jetzt einfach mal schnell tun und über die sensationellen Ergebnisse und Ereignisse im europäischen Handel sprechen. Wirklich beeindruckend, was die Europäer wieder aufs Papier gebracht haben. Eine Headline jagt die andere. Der Handel ist extrem impulsiv. Da ist eine Volatilität teilweise im Markt, die schon kaum mehr beherrschbar ist. Was wären wir ohne die Amerikaner? Da kommt wenigstens noch ein bisschen Saft. Das, meine Damen und Herren, ist die traurige Realität an US-Feiertagen. Da ist so ziemlich Leeres zu berichten. Da ist einfach nichts, da passiert nichts. Wir sind nicht in der Lage, unsere Finanzmärkte am Laufen zu halten, wenn die Amis nicht da sind. So einfach ist das. Aber Sie haben den Markus Fugmann und der zaubert Ihnen doch noch ein bisschen was hervor und wählt heute den Titel Trumps Schachzug und China. Es geht um einige taktische Überlegungen im Handelskrieg und es geht um China. Dazu gleich mehr. Fangen wir erstmal an, was hat China eigentlich gemacht? Nun ja, ganz, ganz Schlimmes. Man hat nämlich gesagt, angedroht, ja, wir werden Gegenmaßnahmen ergreifen. Und diese Gegenmaßnahmen sind so herb, so brutal, da will man die Initiatoren dieser Hongkong-Bill nämlich massiv bestrafen, indem man ihnen die Einreise nach China, Festland China, Hongkong und Macau verweigert. Nancy Pelosi, Mark Rubio, Ted Cruz und Außenminister Pompeo. Naja, Pompeo ist vielleicht schon noch ein kleines Politikum, weil der schließlich Außenminister ist. Wenn der nicht mehr nach China reisen kann, dann wäre das schon ein kleines Problemchen. Aber die anderen, was haben die in China verloren? Was kümmert das einen Donald Trump? Das ist eher bellen als beißen, was die Chinesen da machen. Das muss man ganz klar sagen. Da ist nicht wirklich viel an schmerzhaften Gegenmaßnahmen erkennbar. Was hat sich Trump dabei gedacht? Schauen wir uns mal an, was die Chinesen hier denken und sagen. Die sagen nämlich, naja, der Trump, der wird diesen Handelsdeal wollen, also wird er diese Hongkong-Bill zwar unterschreiben und das hat er ja gemacht, aber wie hat er es gemacht? Er hat es kurz vor Thanksgiving nach Marktschluss gestern gemacht. Die US-Aktienmärkte waren also schon zu. Jetzt ist klar, dass natürlich Thanksgiving die Amerikaner andere Probleme haben, als über eine Hongkong-Bill nachzudenken. Da ist man eher in Sachen Truthähne unterwegs. Dementsprechend verpufft das. Die europäischen Märkte haben das ein bisschen verarbeitet. Die Amis werden sich dann am morgigen Freitag sagen, who cares? Da ist eh kaum einer im Handel. Montag dann Cyber Monday. Also das verpufft. Das ist ein wirklich schlauer Schachzug von Trump. Das muss man schon sagen. Und jetzt ist nur die Frage, ob Trump wirklich dieses Gesetz unterschreibt, als Gesetz wirklich eintreten lässt. Bisher hat er nur die Bill unterschrieben, die Hongkong-Bill. Das zeigt ja erstmal nicht, dass sozusagen daraus Praxis wird. Praxis würde bedeuten, dass bestimmte Dinge nicht mehr nach China, nach Hongkong geliefert werden dürfen. Und es würde bedeuten, dass der Status von Hongkong als von China unabhängig überprüft würde. Und Hongkong hat deutlich viele Vergünstigungen, Privilegien im Handel etwa im Vergleich zu China. Also das wäre für Hongkong schon ein herber Schritt, wenn dieser Sonderstatus von den Amerikanern nicht mehr anerkannt würde. Aber wie gesagt, die Chinesen denken sich, der wird jetzt erstmal diese Bill unterschreiben. Das hat er sozusagen mit der geringstmöglichen Aufmerksamkeitsspanne gemacht der Amerikaner. Dann wird er es unterschreiben und dann vielleicht eben wird sich das Ganze schon irgendwie erledigen. Das zumindest ist die Spekulation offenkundig der Chinesen. Was haben wir noch? Wir haben Neuigkeiten aus China. China hat nämlich, so ist es jetzt der Fall, die Wirtschaft der Eurozone überholt. Mithin ist China also nach den USA der zweitgrößte Währungsraum der Welt. Wenn wir uns mal anschauen, 1992 war die Eurozone, die heutige Eurozone, noch 15 Mal größer, was die Wirtschaft betrifft. 1995 noch 10 Mal, 2005 noch 5 Mal und 3 Mal größer noch in 2008. Jetzt hat uns also China überholt, zumindest in BIP, respektive in Dollar gerechnet, in BIP. Faktisch, kaufkraftbereinigt, wäre ja China jetzt schon die größte Volkswirtschaft der Welt, wenn es nicht in Dollar sozusagen hier gemessen würde, sondern nach Kaufkraft eben gehen würde. Dementsprechend ist das schon ein großer Schritt. Schauen wir uns mal an, was historisch passiert ist
etwa im Jahr oder zwischen den Jahren 1870 und 1913. Da sehen wir, wie China abgestiegen ist von einem Anteil etwa von 17% am weltweiten BIP, dann runter auf unter 10, etwa 7, 8% im Zeitraum 1870 bis 1930. UK, also Großbritannien, auch abgestiegen von über 20% auf etwa 13%. Und die USA sind damals von knapp 15% aufgestiegen auf über 30%. Das sind schon ganz herbe Anstiege. Wir sehen hier, Deutschland stieg auch an, vor allem mit der deutlich ansteigenden Industrieproduktion. Da kam man etwa von 6, 7% auf dann 15%. Hier sieht man also die Aufstieg- und Abstiegsgeschichte. Und was wir hier sehen, ist eben die amerikanische Aufstiegsgeschichte. Und was wir jetzt in den letzten Jahrzehnten sehen, ist die chinesische Aufstiegsgeschichte, die natürlich nicht mit wenig Problemen gesegnet ist. Wir haben wahnsinnig hohe Fehlinvestitionen in China, das echte Wachstum deutlich niedriger wahrscheinlich. Jetzt hat natürlich der Staatssektor eine immense Verschuldung durch die staatlichen Unternehmen. Der Staat selber ist nicht verschuldet, aber man garantiert Unternehmen, die massiv verschuldet sind, nämlich staatliche Unternehmen. Das ist das große Problem Chinas und man will wahrscheinlich jetzt erstmal Ruhe haben in Sachen Handelskrieg, will einen symbolischen Deal haben, der für China möglichst wenig ändert. Das ist die Prämisse, während Trump seiner Basis suggerieren muss und seinen Wählern suggerieren muss, es hat sich total viel geändert, alles ist besser, ich habe es geschafft, ich habe das Ding gedreht. Unwahrscheinlich, dass das in der Realität so sein wird, aber Trump wird es uns so verkaufen wollen. Ich bin gespannt, wie die Märkte auf diesen PR-Gag dann reagieren, ob sie sogar auch das ernst nehmen, weil sowieso wurscht, wir wollen die Jahresendrallye, da schauen wir auf die Fakten nicht. Das war zumindest bisher das Verhalten eben dieser Märkte. Schauen wir uns mal die Charts an. Was Sie hier sehen, das ist der impulsive Handel im DAX. Die Charts, meine Damen und Herren, ich habe es ja heute Morgen vergessen, ja? Also deswegen will ich das jetzt nochmal nachholen, weil ich es zwischenzeitlich vergessen hatte. Die Charts sind von Capital.com. Hier sehen wir diese immense Spanne an Handel. Das Tief war bei 13.212 und das Hoch etwa bei 13.250, 55. Also wir haben eine Tagesspanne von 40 Punkten. Das ist außerordentlich. Wir haben Euro-Dollar auch gigantische Bewegungen, wie Sie hier sehen. Wir sind bei 1.1009. Ich kann mich erinnern, heute im Videosblick waren wir bei 1.1006. Also haben wir jetzt eine Veränderung von 3 Pip. Das sind mal Handelsspannen. Da muss man aber wirklich, wenn man ganz vorsichtig sein muss man da. Wir sind bei Gold bei 1.455. Hat sich auch nichts getan. Ich glaube, da waren wir sogar 50 Cent höher oder tiefer. Ich weiß es nicht mehr heute Morgen. Also auch da massive Bewegungen. Und ja, hier Gold, nicht Gold, sondern das schwarze Gold, Öl. Nämlich da sind wir bei knapp 58 Dollar. Naja, da waren wir heute Morgen auch irgendwie. Also es war schon ein richtig spannender Tag, meine Damen und Herren. Ich bin noch ganz aufgeregt und ganz erschöpft. Aber ich mache gleich wohl um 20 Uhr ein Webinar. Da geht es um Schwarzer Schwan, Triple B, die Schuldenbombe, meine Damen und Herren, die nächste Krise. Dafür scheint klar, kommt aus dem Unternehmenssektor, aus dem hochgehebelt verschuldeten Unternehmenssektor. Da wollen wir uns ein paar Dinge mal anschauen. Die Fed selber hat darauf jetzt kürzlich immer wieder verwiesen, so Robert Kaplan, Dallas Fed-Chef, der gesagt hat, diese Verschuldung hat sich verdreifacht jetzt in den letzten 10 Jahren seit der Finanzkrise. Und wenn die Wirtschaft nicht mehr so läuft, dann wird da richtig einiges im Argen sein, dann wird da manches explodieren. Die Fed ist sich also des Problems bewusst. Das Problem ist, die Fed kann daran nicht viel ändern. Sie kann zwar die Zinsen manipulieren bei Staatsanleihen, bei den Renditen der Staatsanleihen, aber eben diese Märkte, die jenseits der Fed agieren, die kann sie eigentlich nicht wirklich steuern. Dementsprechend würde ich mich freuen, wenn Sie um 20 Uhr reingucken. Der Link ist unter dem Video und jetzt sage ich Servus und Ciao. Vielleicht bis nachher würde mich auf jeden Fall freuen. Servus.